Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Und mit diesen schönen Bildern, bei denen die Skaven und auch Orks auf die Nase bekommen haben, kommen wir jetzt hier willkommen zum zweiten Spiel der, solange man bei den Orks von Nasen reden kann, ja, der zweiten Runde der Chaos Crew Community Battles. Bei mir, wie ihr gerade gehört habt, ist Pögi, ich bin Chrome, wir kommentieren das Ganze für euch, ihr kennt das ja. Und natürlich sind wir gespannt, wie das Spiel der komischen Experimente von Polluta abgehen wird. Gegen die Orks, die aufpassen müssen, dass sie diese kleinen Nager nicht einfach so durch ihre Reihen schlüpfen lassen. Wobei natürlich die Skaven auf der anderen Seite sich von den Orks, vor allen Dingen den Schwarzorks, fernhalten sollen. Wäre besser, ja, weil wenn so ein Skave in so eine große grüne Faust rennt, ist das nicht unbedingt gesund für die Nase. Anscheinend, wie wir hier gerade im Ladebildschirm sehen, haben die Skaven auch das Studio befallen und die Anfrage muss da gerade ausgemerzt werden. Aber wir sind jetzt im Experimentierkasten, Heimspiel der Skaven, der komischen Experimente. Wie gesagt, der Trainer ist Polluta. Die, wer auch immer sehen das aus, ist, als wenn die hier gerade Hacker machen wollen. Aber das ist eine Sache fürs Real Life, davon kennen wir nichts. Da ist dann die Frage, schmecken Orks? Was? Was? Ganz davon ab, das Team der Orks wird geführt von Torian, der seinen Get a Monster Punch mit einem ganz klaren Ziel anscheinend gesetzt hat. Prügeln. Und ja, dann mal sehen. Anstoß der Skaven. Der Ball landet relativ nah an der Mittellinie. Da beginnt jetzt erstmal das erste Prügeln. Der Rattenoger wird auf die Nase gelegt, ist K.O. Fällt damit erstmal vom Spielfeld weg. Damit sind dann die Skaven am Zug, die jetzt eigentlich ohne große Prügelmacht dastehen. Der Rattenoger wäre ihre letzte Möglichkeit gewesen, hier noch Schaden auszuteilen. Ah, aber den gibt's nicht mehr. Und jetzt kriegen sie ganz schön auf die Nase. Sieht nicht gut aus so früh im Spiel. Allerdings kann der Troll hier jetzt erstmal einfach nur ein bisschen rumschieben. Mittlerweile hat der Goblin übrigens den Ball aufgenommen, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Ja, das sind unwichtige Dinge für Orks. Die sind... ja. Das ist sehr bezeichnend für den Spielstil der Orks. Hauptsächlich erstmal die Reihen dezimieren, aber jetzt können die Skaven hier von hinten sich heranschleichen an den Goblin. Der einfach ausweicht. Dreistigkeit. Damit sind wir jetzt dann im dritten Zug der Get a Monster Punch, die jetzt natürlich zurückschlagen. Wie auch sonst. Der Skave wird zu Boden geschickt. Damit ist der Weg jetzt halbwegs frei. Na, hier wird noch einmal ein bisschen mehr freigeschoben. Ja, je mehr Platz, desto besser. Der Goblin kann jetzt schön durch die Mitte durchsprinten. Allerdings fehlen ihm nun an dieser Stelle die schützenden Orks zu seiner Seite. Das heißt, die Skaven können jetzt vielleicht den Ball zurückerobern. Vielleicht sind sie aber auch der Goblin den Touchdown machen kann. Nein, in diesem Fall scheinen sie sogar was drauf zu haben. Der arme Goblin geht zu Boden, verliert den Ball, der jetzt von den Skaven anscheinend nicht aufgenommen wird, sondern der jetzt erstmal liegt. Das heißt, jetzt hat Torian die Möglichkeit, den Ball zurückzurollen. Zurückzurollen. Sagen wir rollen.
das ist hier ein flinkes Spiel, genauso wie man das, denn wir haben jetzt schon Zug um Zug fallen die Spieler hier auf den Boden. Es ist nicht so, als wenn sie sich gegenseitig umprügeln würden. Nein, sie fallen alle von alleine hin. Naja, der Gegner hilft ein bisschen. Vielleicht. Damit ist vielleicht ein... Hat der Platzwart aber auch einfach nur Schmierseife ausgeteilt oder so. Das könnte natürlich auch sein. Gemein. Ja, wir sind hier bei Blood Bowl. Da kann sowas schon mal passieren. Aber das hält jetzt den Goblin hier gar nicht davon ab, aufzustehen, auszuweichen und den Ball aufzuheben. Letzte Chance, den Ball nochmal wieder zurückzuholen. Ein Blitz wird gestartet und... ausweichen! Schade, schade. Wenn es jetzt der Goblin schafft, in der nächsten Runde einfach auszuweichen, kann er den Touchdown schaffen. Aber da hat Toria nicht die Rechnung mit Polluter gemacht, denn der stellt jetzt noch eine weitere Ratte zu seiner Verfügung. Das macht das Ausweichen natürlich noch schwieriger. Es sei denn, die Ratte wird einfach weggeprügelt. Und das gelingt ihm hier wunderbest. Der Skave geht zu Boden jetzt. Muss er nur noch ausweichen können, dann könnte der Touchdown... Da ist er ausgewichen und da ist das 1:0. Thorian geht in Führung gegen die komischen Experimente. Da konnte sich die Prügelmacht der Orks gegen die Wendigkeit der Skaven durchsetzen. Welche Wendigkeit? Also ich habe nur fallende Skaven gesehen und das war nicht elegant. Ja, das ist ja schon ein Salto auf der Nase, das ist schon wendig. Ja, das wendet sich einmal um 360 Grad, genau, einmal im Kreis. Toll. Aber der Radnogel ist zurück, vielleicht bringt das ja die Wende. Ha! Mensch, wieder eine Wende. Wie wär's, wenn du dich einfach mit dem Gesicht auf den Boden wenden würdest? Hab ich schon, das hörst du nur nicht, weil mein Mikro in meinem Nacken sitzt und da mein Mund ist. Ah, das erklärt einiges. Zum Beispiel, warum die komischen Experimente jetzt hier... Nein, eigentlich erklärt das nicht. Allerdings wurde ich jetzt gerade ein... Was war das? War das ein Goblin? Der jetzt nein, das war ein Feldspieler. Ein Feldspieler wurde aus dem Feld geschoben und ein Schwarzorg konnte sich diesmal nicht gegen einen Skaven durchsetzen. Was sehr verwirrende Dinge passieren hier. Ja, sehr verwirrende Dinge. Ich glaube, ich habe heute was Falsches gefrühstückt, dass ich mir das hier also... Zug 7, komische Experimente, na nü aber tow. Der Ball ruht immer noch in der eigenen Hälfte, genau da, wo er gelandet ist. Aber jetzt scheint hier was zu passieren. Da wird ein Schwarzrock niedergeprügelt. Nein, das war ein Feldspieler, Entschuldigung. Und die Skaven können vorpreschen, spielen einen Pass ab. Der funktioniert, der wird angenommen. Jetzt wird weiter vorgeprescht. Vor die gegnerische Touchdown-Zone. Jetzt müssen natürlich die Goblins gleich nachziehen und da mal ein bisschen auf die Nase hauen. Allerdings kann Polluter hier seine Skaven strategisch gut positionieren, um seinen Ballträger zu schützen. Ja, sagen wir mal, es geht besser, aber in der Situation, aus dem, was er da bekommen hat, ist das ein Ausrutscher wert. Das ist jetzt die Chance, die letzte Möglichkeit. Wenn es Thorian nicht gelingt, den Ball hier zu sichern, dann ist der Touchdown und das 1:1. Ausweichende Orks. Ein seltenes Schauspiel. Aber immer wieder lustig, wenn sie dabei auf der Nase landen. Das ist jetzt natürlich schade für Thorian. Da hätte er den zweiten Goblin eventuell eher noch mit dazu ziehen müssen. Aber der wird fast von den Fans in Ruhe gelassen. Das ist schon sehr erstaunlich, dass sie noch keinen Tod geprügelt haben. Aber es steht 1:1. Pünktlich zur Halbzeit. Herrlich. Der Ausgleich im letzten Zug. Gerade so. Da muss sich Blute wahrscheinlich den Schweiß von der Stirn gewischt haben. Ja, auf der anderen Seite sind Skaven nun mal so schnell, dass sie das durchaus kompensieren können, wenn sie mal hinliegen. Solange sie die Chance dazu bekommen. Da und trotz einiger kleiner Pannen war das nicht schlecht gemacht. Ja, da muss man auch sagen, dass Thorian da etwas gepennt hat in dem Moment. Das ist die große Schwierigkeit gegen Skaven. Darf man nicht pennen. Eine kleine Lücke und der Touchdown sitzt. Und jetzt seht ihr einmal, wie das hier aussieht aus dem Kommentatoren-Zeppelin. Wir haben hier einen riesigen Blick über das ganze Feld. Ach, deswegen fühle ich mich die ganze Zeit so komisch. Ich habe doch Höhenangst. Hatte der vermutlich auch, nur aus einer anderen Höhe. Deswegen liegt er jetzt erstmal auf dem Boden, da fühlt er sich ein bisschen wohler.
Und die Orks haben es hingekriegt, die Skaven größtenteils auf den Boden zu schicken. Können jetzt schon mit zwei Spielern hier an der linken Flanke, also von den Orks gesehen, linke Flanke, durchbrechen. Der Goblin prescht auch schon vor. Ich frage mich allerdings gerade, wer hat den Ball? Na, der Skavenwerfer, denke ich mal. Er ist zwar nicht im Bild, aber vielleicht wird das vielleicht ja noch... Da! Hey, er hat ihn auch nicht, aber hatte jetzt den hat er... Jetzt verstehe ich auch, warum die Feldspieler da über die Flanke gelaufen sind. Das scheint ja... Und der wurfsichere Wurf geht ganz sicher... Daneben. Daneben. Das ist natürlich hervorragend. Und jetzt ist das die Chance für Thorian, an den Ball ranzukommen. Er muss nur, da muss jetzt einfach nur der Blitz kommen auf den, da ist der Blitz schon direkt, zack, er muss den Werfer umhauen und das funktioniert auch noch, was ein Glück für ihn. Dann nur noch Goblin hinterherziehen, absichern und in der nächsten Runde muss das Ding dann sitzen. Erklärst du uns gerade, wie Blood Bowl funktioniert? Ja. Das ist ja traumhaft. Allerdings an dieser Stelle muss ich ja sagen, hat er meiner Meinung nach die Spieler viel zu nah an seinen Goblin rangezogen und viel zu wenig über Tackle-Zonen gearbeitet. Also dafür, dass er dann nur zwei Feldspieler zur Verfügung hat, arbeitet er verdammt gut über Tackle-Zonen, muss ich sagen. Eine letzte gleich hier hinten nochmal mit dem Rattenoger. Die Endeffekt die Reihen der Orks ausdünnen sollte, wenn es gut funktioniert, damit die Skaven da noch einen zahlenmäßigen Vorteil sich erobern können. Oh, was nicht unbedingt, okay. Ja, so viel dazu. Da wurde jetzt irgendwo ausgewichen und irgendwas oder auch irgendwo, nicht? Irgendwo, das war da unten. Wo sonst? Ah. Genau. Spieler einmal beiseite geschoben, der Weg ist frei. Und damit ist der zweite Touchdown. 2-1. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Also wir hatten das schon mal, dass die Orks in Führung kamen. Ja, die Frage aller Fragen ist nun natürlich, kann Polluter jetzt wieder den Ausgleich und eventuell sogar den Sieg davon tragen? Und das Blatt wenden? Tja, wir werden es sehen. Dies und mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von... Achso, Chrome und die Cheerleader. Anstoß! Goblins! Touchback! Goblins! Ballannahme, Skaven! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ich sehe jetzt schon, hier sieht das nicht so gut aus für die Orks. Wenn die Skaven preschen hier nach vorne, bringen ihren Ballmann direkt vor die Touchdown-Zone. Auch ein bekanntes Bild. Allerdings kann Polluter jetzt seinen Spieler nicht mehr... Das klang nach Knochen, die brechen. Nicht gut. Der Ballträger von Polluter steht da jetzt ohne Verteidigung. Das heißt, die Goblins müssen jetzt flach ranmachen und versuchen, Ball zurückzukriegen. Ein Blitz, der leider nur zum Ausweichen führt. Aber zumindest steht der Ballträger da in verschiedenen Tackle-Zonen und auch noch ein Feldspieler kann dazu geholt werden. Das heißt, der Gossenläufer geht da erstmal nirgendwo hin. Aber der Ork geht auch nirgendwo hin. Jetzt versucht hier der Werfer zu blitzen, aber ich meine, was soll er gegen die Verteidigung der Orks denn schon? Oh. Naja, man könnte sie einfach vom Feld schieben. Oder maschinell runterboxen und dann ist er auch noch tot! Er hat ihn einfach getötet! Das ist jetzt natürlich sehr, sehr übel für Thorian. Vor allen Dingen, weil die Ratte da jetzt ausweichen kann. Und da ist der Ausgleich. 2-2. So hat der Ork-Trainer sich das wahrscheinlich nicht vorgestellt. Aber für den Skaven läuft es ja gar nicht so schlecht. Ne? Dafür, dass er nur auf die Fresse kriegt und kassiert, hat er jetzt schon einen Toten und zwei Touchdowns. Also. Und ja, da stehen Cheerleader, Chrome. Wir wissen es. Wie häufig willst du den jetzt noch bringen? Wird dir das nicht langweilig?
Naja, solange dir das Anschauen dieser Cheerleader nicht langweilig wird, werde ich nicht aufhören, darüber Kommentare zu machen. Dann kann das ganz schön anstrengend werden. Wollte ich doch meinen. Anstoß! Gaben. Oh, Anstoß. Das heißt, der Goblin kann sich schön positionieren unter dem Ball und ihn abfangen. Und wir haben jetzt noch jede Menge Züge übrig. Das heißt, ein weiterer Touchdown von einem unserer Kontrahenten ist nicht auszuschließen. Es ist also noch alles drin. Zumal da hier gerade der Ballträger geblitzt wird. In seiner eigenen Hälfte. Und auch noch umgeprügelt wird. Das sieht gefährlich aus für den Ork. Trainer. Nicht den Goblin, der fliegt und die pennt. Ja, für den sah das, aber für den sah es auch gefährlich aus. Und dann können seine Skarm jetzt auch noch hier so ausweichen. Da darf man kein, wenn ein kleines Loch nur ist, dann sind die Skarm sofort dadurch. Und jetzt stehen die hier ganz gefährlich vor dem Ball. Aber ein mutiger Goblin kann sich den Ball zurückschnappen. Oder ein mutiger Feldspieler stellt sich neben den Skarm. Also es ist hakelige Angelegenheit. Die weitere Verteidigung lässt leider auf sich, fallen, lässt sich fallen. Und so, Wortesprache, hier wird wieder geblitzt. Fallen aus dem Mund und so. Kann allerdings, es kann nur ausgewichen werden. Aber eine weitere Prügelei und da geht der Goblin noch einen Schritt weiter in Richtung seiner eigenen Touchdown-Zone. Naja, wie ist das eigentlich, wenn der Spieler, der den Ball hat, in seine eigene Touchdown-Zone geschoben wird? Zählt vermutlich auch nicht als Touchdown, wa? Ich denke, nein. Vielleicht kommen wir später zu einer Situation in einem der anderen Spiele, die etwas so ähnlich ist. Etwas so ähnlich? Niemand weiß es, genau. Goblin, der Goblin flüchtet hier jetzt in seinem vorletzten Zug gerade noch so rüber. Er kann, wenn er sich jetzt nicht zu doof anstellt, eventuell oder auch nicht, noch einen Touchdown machen. Aber sein Kumpane scheint das irgendwie nicht zu wollen. Da gehen ihm leider die Spieler mit Geschwindigkeit aus und Bewegungsreichweite. Ja, und da die Scarf auch nicht ausweichen können. Das ist doch ein gelungenes Ende für ein Unentschieden. Selbst der letzte Zug ging auch unentschieden aus. Beide sind zu Boden gegangen. Ein 2-2, aber ein wohlverdientes auf beiden Seiten. Beide Spieler haben sehr gut gespielt. Die Orks hatten kräftemäßig eigentlich die Oberhand, haben allerdings sich grobe Fehler erlaubt. Oder was grobe Fehler? Haben sich einige kleine Fehler, muss man eigentlich dazu sagen, erlaubt, die natürlich von den Skaven dann aber auch perfekt ausgenutzt wurden. Frage ist, ob es Fehler sind oder ob man einfach nur bei Skaven immer damit rechnen muss, dass welche von diesen kleinen, quirligen Mistviechern durch die Verteidigung schlüpfen. Man kann ja nicht auf jedes Feld einen Spieler stellen, das wäre ja dann schwierig. Naja, das ginge schon. Das wird nur... Solange der Schiri seinen Job macht, endet das meistens in ein paar roten Karten. Aber das mit dem Job... Ja, Schiedsrichter und so. Belassen wir es dabei. Und mit diesen wunderschönen Bildern und diesem wunderschönen Unentschieden gehen wir dann quasi wieder so zurück nach Hause, legen uns ins Bett, schlafen und... Nein. Das war jetzt das zweite Spiel der Community Battles der zweiten Runde da. Und wenn ihr die anderen Spiele noch sehen wollt, habt ihr entweder die Möglichkeit, hier in der Playlist, falls ihr da drinnen seid, einfach weiter zu klicken oder das einfach weiter laufen zu lassen, dann kommt gleich das nächste Spiel. Ihr könnt allerdings auch diesen Link hier anklicken. Dann kommt ihr wieder zur Spieleauswahl zurück. Oder falls euch die anderen Spiele nicht so sehr interessieren oder ihr die schon gesehen habt, könnt ihr über diesen Link jetzt direkt zur Endzusammenfassung kommen, wo wir nochmal alle Ergebnisse präsentieren, den Tabellenstand vorstellen und die Begegnung der dritten Runde vorstellen. Oder ihr sucht einfach auf YouTube einen besseren Kanal, das ist natürlich die andere Variante. Aber ich meine, hey, komm. Aber wie wollt ihr das denn machen? Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Und
Dann bedanken wir uns dafür, dass ihr hier dabei wart bei diesem Spiel. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann sagt uns, was wir besser machen können. Das würde uns sehr freuen. Wir wollen ja auch, dass ihr Spaß dabei habt. Und auch? Haben wir keinen Spaß? Wir haben auch Spaß. Jede Menge. Ich möchte ein Glücksmärchen. Nein. Aus. Gutes Stichwort. Also, wir sehen uns in den anderen Videos. Auf Wiedersehen. Ciao. Klappe zu, Affe tot. Bis nachher.